Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. In diesem Video möchte ich mit euch weitermachen mit der Platine. Und zwar soll es heute um den DRC-Check gehen. Und wir haben jetzt hier unsere Platine, die fertig geroutet ist. Ich zoome hier schon mal von vornherein ein bisschen weiter rein. Zeige euch gleich auch warum. Dann lasse ich hier oben über den Button den DRC-Check mal laufen. Wir stellen hier oben ein, alle Zonen ausfüllen und Platine Schaltplan auf Parität prüfen und starten einfach hier mal den Check und prüfen als erstes mal hier, ob es noch unverbundene Elemente gibt. Haben wir keine mehr, das würde bedeuten, wäre jetzt hier irgendeine Leiterbahn irgendwo nicht angeschlossen oder es wäre noch eine Netzlinie vorhanden, dann würde das hier auftauchen. Kann ich euch mal kurz zeigen. Ich mache mal hier zu, ich schmeiße hier einfach mal halt zurück. So viel wollte ich jetzt nicht löschen. So, ich mache hier also nur mal dieses Stück Leiterbahn raus und lasse jetzt einfach noch mal den DRC laufen. Und dann sehen wir hier ein unverbundenes Stück Feld. Ja, so, ich gehe hier wieder noch mal auf rückgängig machen. So, das wieder anschließen. Also hier werden erst einmal noch mal neu laufen lassen. So, als erstes hier reinschauen, ob erstmal schon alles verbunden ist. Dann schauen wir mal hier rein, ob alle Paritäten erfüllt sind. Das passt auch schon mal soweit. Ignorierte Tests, das schauen wir uns dann später an. Und wir gehen als erstes mal hier auf die Verstöße. Die ignorierten Tests können wir dann unter Umständen ausschließen, wenn wir hier unsere Fehler beseitigt haben. Da sehen wir jetzt hier, wenn ich jetzt hier draufklicke, springt KiCad automatisch zu diesem Fehler hin. Deswegen hatte ich gesagt, ein bisschen reinzoomen. Dann muss ich da nicht suchen, sondern ich bin dann eben direkt an den Stellen, wo sich dieser Fehler eben befindet. So, Fehler ist natürlich erstmal eine ganz wichtige Sache. Die sollten auf alle Fälle weg sein. Und da sehen wir jetzt hier die Fehlermeldung, Freiraumverstoß, Netzklasse Signal und eben auch hier bei PWR ist auf 0,3 mm. Dieser Freiraumabstand ist zu groß. Tatsächlich hat hier nur 0,22 mm Platz. Das liegt jetzt einfach an den Pin-Abständen des Bauelements. Wir haben also jetzt hier diesen BC547 angeschlossen. Und der hat einfach aufgrund seiner Bauform geringere Abstände. Und wir sehen jetzt hier diese kleine gelbe Linie, die kreuzt hier im Prinzip das Pad des Nachbarpins. Und dadurch entsteht eben die Situation, dass es hier zu einer Fehlermeldung kommt. Das ist auch vollkommen richtig so. Deswegen muss man auch bei der Wahl der Netzklassen aufpassen, welche Bauelemente man verwendet. Sonst kommt es eben zu diesem Fehler. Wie beheben wir das? Wir schließen mal den DRC-Check, gehen hier in unsere Einstellungen Netzklassen und wir sehen jetzt hier 0,5 und 0,3 mm und wir könnten eben maximal 0,2 aufgrund unseres Bauelementes, welches wir verwendet haben oder von den Bauelementen, die wir verwendet haben, eben nur 0,2 mm verwenden. Das ist jetzt die Übungskünstlichkeit. Wenn ich jetzt diesen Freiraum zwingend behalten muss, ich hatte ihn ja nur eingestellt, um euch zu zeigen, dass man hier mit verschiedenen Netzklassen arbeiten kann. Hier ist es also bei mir auf der Platine nicht so wichtig. Wenn ihr auf diesen Freiraum angewiesen seid, müsstet ihr dann jetzt eben ein Bauelement verwenden, was größere Pin-Abstände hat, um diese Fehlermeldung zu vermeiden. Ja, dann könnte man eben kein BC547 mehr benutzen, um eben diese Netzklasse anzuwenden, wenn das nötig ist, dass dieser Freiraum eingehalten werden muss. So, ich ändere das mal auf beiden, sage mal hier okay, dann lasse ich mal den DRC-Check laufen. Wir sehen, wir haben jetzt erstmal keine Fehler mehr hier unten. Aber wir haben eben noch eine ganze Menge Warnungen. Und da sehen wir eben zum Beispiel, dass der Bestückungsdruck von der Platinenkante abgeschnitten wird. Das ist auch richtig. Ich mache hier das mal zu. Ja, dann sehen wir das hier. Dieser Bestückungsdruck, der würde jetzt hier eben abgeschnitten. Man könnte den dann nach der Produktion
der Platine nicht mehr lesen. Wie kann ich das jetzt beheben? Ich gehe einfach hier drauf und sage, ich wähle das an mit der Taste M, Move, und ziehe eben hier meinen D2 zur Seite. Lass jetzt hier wieder mal meinen DAC-Check starten. Und wir sehen jetzt hier Schriftstärke außerhalb des zulässigen Bereichs, Einschränkungen aus Platinenkonfiguration, Referenz Q2. Das heißt, wir müssten jetzt mal hier in der Platinenkonfiguration nachschauen, wie die. Ich drehe das mal schon gleich rum, dass man es lesen kann, wie diese Beschriftungsstärke angegeben ist. Dann müssten wir mal gucken. Das waren jetzt Text und Grafiken hier. Also die Linienstärke für den Bestückungsdruck ist eben hier jetzt 0,15 mm. Wir gehen mal hier drauf auf den Rechtsklick und schauen uns mal die Eigenschaften an. Da sind sie. Und wir sehen jetzt hier, ja, die Beschriftungsstärke passt eigentlich hier 0,15. Mal schauen, was das jetzt hier nochmal für ein genauer Fehler ist. Warnung, Schriftstärke. Aha, wir sehen also hier die Bestückungsdruckdicke ist als Minimum 0,16 angegeben. Wir haben hier 0,15. Das heißt, das waren unsere Einstellungen. Ich glaube, die hatten wir von Eisler übernommen. Sollen wir mal hier schauen, wo jetzt diese Übereinstimmung war. Irgendwo müsste das jetzt hier drin stehen für diese 1,6 mm. Wir müssten also jetzt aufgrund der Vorlageneinstellungen hier mal drauf gehen und das ändern. Machen wir einfach mal auf Eigenschaften und machen mal hier aus der 0,15 eine 1,6. Also Qikit hilft uns hier schon ordentlich zu arbeiten. Und ich lasse jetzt noch mal den DAC laufen. Dann sehen wir, ist das hier schon etwas verschwunden. Wo haben wir jetzt Q2? Hier ist Q2, genau. Wir sehen also jetzt hier am Q2 haben wir jetzt keine Fehlermeldung mehr. Das sind also jetzt Fehler, oder was heißt Fehlermeldung? Ist es ja nicht, das ist eine Warnung. Und zwar ist eben hier die Warnung von KiCad aufgrund unserer Einstellungen. Ist die mindeste Dicke aus dem die Bestückungsdruckdicke von 0,16 mm vorgegeben aus der Platinenkonfiguration und das Symbol hat aber eben 0,15 mm. Das kommt daher, wir hatten ja von Eisler einige Einstellungen importiert und da kann es also durchaus sein, dass die jetzt hier 0,16 mm sind und eben standardmäßig von den die Beschriftung von den Bauelementen auf 0,15 gestellt ist. Das wäre jetzt die Warnungen hier und ich müsste mich jetzt eben hier durch diese ganze Geschichte durcharbeiten und das entsprechend ändern. Ich kann das natürlich auch hier über Text- und Grafikeigenschaften ändern, indem ich jetzt einfach einmal hergehe und sage, ich möchte hier meine Schriftart nicht, sondern die Schriftstärke auf 0,16 mm verändern. Sechs Millimeter verwenden. Ich möchte das auf alles anwenden, also auf die Referenzbezeichner. Und auf die Werte 0,16 mm. Wir wollen das auch nicht nach Lagen filtern, sondern wir wenden das jetzt auf alles an und sagen einfach mal anwenden. Okay, ich hoffe, das hat er jetzt übernommen. Und wir lassen nochmal unseren DAC-Check arbeiten. Und wir sehen, et voilà, hier hat er jetzt überall übernommen die 0,16 mm und damit sind unsere Warnungen weg. Was müsste man jetzt noch tun? Ja, jetzt kann man natürlich hier noch Kosmetik betreiben. Wir sehen, das ist jetzt unsere
Lesbarkeit hier, also ich kann jetzt hier mit der Taste M Element anwählen, mit der Taste R entsprechend rotieren und kann jetzt eben meine Widerstandsbezeichnungen und so weiter entsprechend sauber hier anwählen, positionieren, um einfach dann, wenn die Platine fertig ist, einen sauberen Anblick zu haben, dass ich das auch alles lesbar habe, dass das nicht von irgendwelchen anderen Bauelementen oder Leiterbahnen etc. verdeckt ist und ich damit auch hier sauber dann die Platine lesen kann, um eventuell Fehler zu finden oder eben auch um sie zu bestücken. Zum Bestücken müsste man nochmal hergehen. Wer das auch haben möchte, er kann jetzt hier auf Eigenschaften gehen. Und wir sehen ja jetzt hier der Wert, eben in dem Fall hier die 470 Ohm, der müsste auf sichtbar gestellt werden. Beziehungsweise, ich gehe mal hier halt nicht das, wir wollen das so machen, auf Move, so das also bewegen. Ich lege das mal jetzt hier ab. Wir müssten jetzt also hierher gehen und sagen, dieser Wert soll also zum Beispiel auf das Layer F-Silkscreen, das wird ja gedruckt, ne? Nicht F-Farb, sondern F-Silkscreen. Ihr seht, dann würde das auf die gleiche Farbe ausgehen. Das kann man also machen, wenn man zum Beispiel Platinen erstellt für Leute, denen man nicht unbedingt den Schaltplan mit dazugeben möchte, sondern man sagt, man hat hier ein kleines Bastelprojekt, zum Beispiel für Kinder oder was auch immer. Und man soll jetzt eben hier sehen können, welchen Wert dieser Widerstand hat. Dann müsste man eben hier die Werte, die jetzt auf F-Fab liegen, ich zeige es hier nochmal mit Eigenschaften, der liegt also jetzt hier auf F-Fab, umsetzen auf F-Silk oder B-Silk-Screen, je nachdem. Ob das auf der Oberseite oder Unterseite ist, könnte ich die jetzt also hier mit dadurch drucken lassen. Ja, ich lege mir die dann hier daneben und hätte damit also jetzt eine Platine, die man auch von Hand, ohne dass man jetzt einen Schaltplan dazu hat und gucken muss, wo muss ich jetzt was bestücken, könnte man das jetzt rausgeben, zum Beispiel eben wie gesagt als kleines Bastelprojekt für Kinder und dann könnte man hier sehen, okay, hier muss also jetzt ein 470 Ohm Widerstand rein und muss dann eben nicht ständig im Schaltplan suchen. Für kleinere Projekte macht das durchaus Sinn, das mal so zu machen, als Bastelplatine zum Beispiel, dass man dann eben auch die Bauteilwerte hier mit auf dem Bestückungsdruck hat und kann dann entsprechend, ohne in den Schaltplan zu schauen, die Platine bestücken. Soweit dazu. Damit wäre jetzt unsere Platine soweit fertig. Im nächsten Schritt werden wir dann mal Gerber-Dateien erzeugen und ich werde euch dann mal zeigen, wie wir so eine Platine in die Produktion geben können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Tschüss, bis demnächst.